Sawadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben! Im Rahmen von Toms fünftes Osternprojekt hat Tom Mami und mich eingeladen, mitzumachen. Wir haben natürlich sofort Ja gesagt. Yeah. Morgen ist dann auch Tom selber dran. Let's make something delicious. Kochen mit Tom. Beim Tom gibt es dann Schneeballkuchen. Oh. Mhm. Und Alexandra von Alexandras Food Lounge ist auch mit dabei. Und Alexandra macht Schokoladen-Drip-Torte. Aha, ich mal sehen. Ich gucke. Ja, wir werden auch von morgen reinschauen. Ja, ja. Schaut ihr auch unbedingt bei den beiden rein. Mami under the brain. Mami und ich sind heute im Flower Power Programm. Mhm. Bei uns gibt es Flower Power Cookies. Mhm. Ich würde sagen, los geht's. Macht euch Spaß. Es sieht so wunderschön aus. Ganz wichtig ist, dass ihr nur essbare Blüten nehmt, gell? Mami und ich haben hier Stiefmütterchen und Hornfeilchen genommen. Am besten nehmt ihr essbare Blüten in Bio-Qualität, dann seid ihr komplett auf der sicheren Seite. Und jetzt zeige ich euch den Grundteig für die Kekse. Und zwar ist es genau der gleiche Teig, wie als ich die Singapur-Cookies mit Sesam oder Chia-Mandeln gemacht habe. Weil das ist meine absolute Lieblings-Cookies, was Geschmack und Konsistenz angeht. Ihr könnt also jeden Keksteig-Rezept nehmen, das ihr liebt. Und ich freue mich aber ganz besonders, wenn ihr auch meinen Keksteig hier ausprobieren wollt. Unten in der Infobox findet ihr die Mengenangaben. Hier mit Chia-Samen extra lecker. Dann gebe ich Puderzucker durch den Sieb. Dann kommt Butter hinzu und ein Esslöffel Pflanzenöl. Das Ganze gut miteinander kneten und massieren. Und nach ungefähr 2 Minuten schon habt ihr diese cremige Puderzucker-Butter-Konsistenz. Dann gebe ich Weizenmehl auch durch den Sieb. Etwas Salz dazu, Tapioca-Mehl für diesen chunky Konsistenz, Backpulver und Chiasamen. Alles gut durchmischen und es geht weiter. Jetzt gebe ich hier das Chia-Weizenmehl zu dem Puderzucker-Butter-Gemisch und knete das alles miteinander. Nach und nach wird es dann brockiger. Das dauert ungefähr 5 bis 7 Minuten. Und wenn es so brockig ist, ist es vollkommen in Ordnung. Guck, in den Fingern kann man es so zerdrücken, dann zerfällt es. Und wenn man es zusammendrückt und presst, dann kommt es wieder in Form. Also vollkommen in Ordnung. Das Ganze dann langsam platt machen oder platt klopfen. Aber nicht zu flach, gell? Ich lasse da ungefähr von der Höhe zwischen 0,5 cm und 1 cm dick. Und natürlich nehme ich hier Blumenform, damit es perfekt zu den Blüten passt. Und alles, was übrig bleibt, nochmal von vorne. Kneten, platt drücken oder platt hauen. Form ausstechen. Und es geht ab in den Backofen. Und da seht ihr nochmal die wunderschönen Blüten. Ich liebe es. Schau mal, wie goldig sie aussehen. Das ist gute Laune pur. Die Kekse sind fertig. Wir lassen sie noch ungefähr 5 Minuten sich in Ruhe abkühlen. Und gleich geht's los. Mein Lieblingspart, Leute. Ihr gebt etwas Eiweiß als Unterlage, legt vorsichtig die Blume drauf, drückt in der Mitte ein bisschen an und streicht dann die Blüten glatt. Dann kommt nochmal eine Schicht Eiweiß drüber, vorsichtig in eine Richtung glatt streichen und dann etwas Zucker drüber streuen. Das macht so Spaß, das zu machen. Ihr werdet es merken. Das hat schon fast was Meditatives und man freut sich so dabei, wie wunderhübsch das aussieht. Das kommt für 1 bis 2 Minuten in dem warmen Backofen. Nur 1 bis 2 Minuten reicht vollkommen aus. Und dann habt ihr diese wunderschönen Flower Power Cookies.
Die schenken gute Laune pur, haben so was Herzliches, Romantisches. Das ist, ja, da geht mein Herz direkt auf. Probiert's unbedingt aus, gell? Hula, hula, aloha. Ihr wisst ja, Mami und ich sind total blumenverrückt. Früher als Teenie habe ich mich überhaupt nicht für Blumen interessiert. Da bin ich einfach so dran vorbeigelaufen. Aber jetzt ich glaube normal. Teenie ja, sind immer interessiert. Sie sagen andere Sachen, gell? Aber jetzt mit dem Alter finde ich Blumen immer mehr faszinierender. Und Mami hat mir diese Liebe auf jeden Fall weitergegeben. Ja. Alles Liebe an euch und eure Familien. Lasst es euch richtig gut gehen, gell? Ja. Und vielleicht, wenn ihr diese Cookies macht, denkt ihr vielleicht auch an uns. Ja. Dankeschön, ihr Lieben. Ja. Top. Bye-bye. Bye-bye.